Hallo, das hier ist mal keine YouTube-News, sondern ein Informationsvideo. Euch erwartet Folgendes. Ich gebe im Rahmen einer Gewinnspielteilnahme ein paar Details von mir preis und ich rede über das Drachenlord-News-Video. Wenn euch die Gewinnspielteilnahme nicht interessiert, findet ihr die entsprechende Zeitangabe zu dem Drachenlord-Part in der Infobox. Captiva ist ein Unternehmen, das Notebooks, Tablets, Computer und Zubehör verkauft. Sie werben mit großer Auswahl, sehr guter Qualität, leistungsstarken Produkten, sehr gutem Service und einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf ihrer Facebook-Seite haben sie ein Gewinnspiel für kleine und noch werdende YouTuber gestartet. Zu gewinnen gibt es jeweils einen von drei PCs im Wert von 800 bis 1500 Euro. Ich möchte hiermit an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Ich sollte mich vielleicht erstmal vorstellen. Ich heiße Paul, bin 17 Jahre alt, mache seit über 4 Monaten Videos auf meinem YouTube-Kanal und kann mich eigentlich nicht beklagen. Über 100.000 Videoaufrufe, fast 800 Abonnenten und ein größtenteils nette Community trotz einiger Pausen. Man merkt hoffentlich, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung und möchte auch noch weiterhin meinen Zuschauern mit schnellen, qualitativen und objektiven YouTube-News einen Mehrwert bieten. Deswegen stelle ich auch Ansprüche an meine Videos und entwickle mich aus diesem Grund auch qualitativ weiter. Es gibt ein Problem. Ich bin relativ unzufrieden mit der visuellen Gestaltung und treffe bei der Verbesserung meiner Videos auf Grenzen. Programme wie After Effects, die meine Videos qualitativ aufwerten würden, kann ich auf meinem PC leider nicht nutzen. Er ist einfach zu schlecht dafür. Ebenfalls dauert die Videoproduktion sehr lange. Das liegt an den langen Ladezeiten und den regelmäßigen Abstürzen. Kommt leider viel zu oft vor. Stellt euch vor, ihr sitzt mehrere Stunden an einem Projekt, vergesst zu speichern und dann stürzt plötzlich euer PC ab. Das demotiviert dich mega. Deswegen hoffe ich, dass ich einen der drei PCs gewinnen werde. Damit tut ihr nicht nur mir einen Gefallen, sondern auch meinen Zuschauern, die von qualitativeren YouTube-News-Videos profitieren würden. Ebenfalls würde ich gerne privat aktuellere Spiele mit besserer Auflösung und ohne großartig vielen Leck spielen. Ich finde toll, dass Captiva kleine YouTuber unterstützt. Wird meiner Meinung nach auf YouTube viel zu wenig getan. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe vor 6 Tagen ein Video über Drachenlord hochgeladen. In diesem habe ich objektiv über ihn berichtet. Das Feedback war erschreckend schlecht. Fast 100 Dislikes gegenüber 36 Likes. Der überwiegende Grund dafür, man muss ihn haten, um die Zustimmung seiner Zuschauer zu bekommen. Ein Kommentar hat mich besonders erschreckt. Lass die Finger von Rainer, außer du willst Hate kassieren. Erwähne ihn einfach nicht. Der Urger soll keine Aufmerksamkeit bekommen, außer in Form von Trolling. Ich finde jeder hat das Recht, dass über ihn objektiv berichtet wird. Ich muss zugeben, Drachenlord ist an seinem Hate nicht gerade unschuldig. Ich lasse es mir in der Zukunft jedoch nicht nehmen, über ihn objektiv zu berichten. Dass ich dafür wahrscheinlich viel Hate und Kritik kassieren werde, nehme ich in Kauf. Was ist eure Meinung dazu? Soll ich Drachenlord in meinen Videos gar nicht mehr behandeln, objektiv über ihn berichten oder ihn in meinen Videos haten? Drückt rechts oben auf das i und stimmt darüber ab. Wie fandet ihr das Video? Über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars würde ich mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.